Ich grüße euch aus Afrika, aus Uganda. Und zwar bin ich hier bei einem Werk von der Maria Brehan, Vision for Africa. Und es ist herrlich, hier zu sein. Da fast 3 Wochen hier, das erste Mal, dass ich in Afrika bin, und es ist überwältigend. Wir haben kaum eine Sea-Tour gemacht, und das heißt, da sind viele aus Deutschland, viele aus Österreich, einige aus der Schweiz hierher gekommen, gemeinsam um 2 bis 3 Wochen hier zu verbringen, und in der Regel waren wir alle völlig überwältigt von dem, was wir hier gesehen haben. Afrika ist anders. Es ist so anders. Das Leben hier ist so anders als in Europa. All die Eindrücke von den Menschen auf der Straße, ja, wir sind vom Flughafen dahergefahren und die ersten Eindrücke waren so, was ist da los? Ja, angefangen von Motorrädern, wo 4 Leute drauf sitzen, so kleine, Bodas heißen die, bis hin zu, ja, dass da die Kinder auf der Straße marschieren, Wasser tragen, aber ich muss auch sagen, wir sind auch alle angetan von den Menschen, die hier sind. Ihre Freundlichkeit, ihre Offenheit, einander zu begegnen, in Beziehung zu treten und sich auszutauschen über die Unterschiede, das hat mich sehr bereichert. Ja, es war eine außergewöhnliche Zeit. Wir genießen auf das Wetter. Es hat hier nie mehr als 30 Grad, ich glaube so 28 Grad, und das jeden Tag. Zurzeit gibt es zu Hause 35 Grad und Trockenheit und alles Mögliche. Ja, hier ist es angenehm in der Nacht, angenehm am Tag. Ich bin auch überrascht von diesem Werk, ja, Vision for Africa, das die Maria Brehan hier begonnen hat vor 25 Jahren. Und sie war auch überwältigt von der Not, die hier herrscht, von der Armut, von den Zuständen in diesem Land. Und sie hat das Gott quasi hingelegt und Gott hat zu ihr gesagt, du machst jeden Tag nur das, was ich dir sage. Ja. Und dieses, aus jeden Tag das zu tun, was Gott ihr aufträgt, ist sowas Erstaunliches geworden. Und die Vision hat so viel Segen gebracht für viele Menschen. Also das Wichtigste ist wirklich, dass junge Leute hier Schulbildung bekommen, dass sie in die Schule gehen können. Und dass sie Bildung bekommen, dass sie ein soziales, sicheres Umfeld bekommen, und das geschieht hier. Also ich bin beim Village Hotel, da ist auch eine Tourismusschule dabei, und gibt es wirklich eine hochqualitative Ausbildung für junge Leute, eine Perspektive, die sie da bekommen. Und Vision for Africa, ich finde, das ist großartig, wenn junge Menschen sehen, in ihrem Land, es kann auch anders sein. Das ist möglich. Andere Wege sind möglich, anderes Zusammenhalten, Zusammenwirken ist möglich, und das ist eine Vision für Afrika. Ja, dass man im Kleinen, und das merke ich, dass man im Kleinen es verwirklicht, wie es im Großen auch sein soll. Also ich bin überrascht und überwältigt einfach von, ja, von dies, was ein Mensch bewegen kann. Ja, in dem Fall die Maria Brehan. Aber ja, was wäre, wenn ja, jeder von uns in diese Berufung, die Gott für ihn hat, hineintritt. Wie wird dann die Welt sich verändern und wie viel würde sich zum Guten wenden? Und das inspiriert mich, fordert mich auch heraus, aber ich, ja, möchte mein Leben wirklich so leben, dass der Plan, den Gott für mich hat, zum Vorschein kommt, weil das ist das beste Leben, das man leben kann. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Wir haben auch einige Interviews sozusagen geführt hier und würden die jetzt Schritt für Schritt auch veröffentlichen. Ich möchte euch ermutigen, das anzuschauen, einfach die andere Seite kennenzulernen, andere Lebenskonzepte kennenzulernen, andere Probleme kennenzulernen oder vielleicht auch einfach nur dankbar zu sein
für das, was man selber bekommen hat, was andere nicht selbstverständlich haben. Dazu möchte ich euch einladen. Ja, freue mich jetzt auch schon wieder auf zu Hause, aber würde eigentlich nichts dagegen haben, da noch eine Woche zu bleiben. Wenn du den Wunsch hast, einmal nach Afrika zu kommen, hey, schau dir das an, Vision for Africa, come and see. Es ist wirklich ein super Einstieg, ich kann das nur empfehlen. Okay, dann mach's gut und Gottes Segen. Bis bald.